Oktoberfest, kurze Dirndl, große Dekolletés, Männer in knackigen Lederhosen und dazu noch wahnsinnig viel Alkohol. Es ist derzeit Oktoberfest und selbstverständlich ist auch Flirtzeit. Doch die MeToo-Debatte und die Verschärfung des Sexualstrafrechts, ja, kann das Ganze auch für Frauen und natürlich auch für Männer sehr gefährlich machen. Was ist erlaubt und was geht gar nicht? Wir begrüßen dazu Fachanwalt Alexander Stevens. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich war jetzt am Wochenende gerade da. Es ist voll, es ist eng. Es ist ein großes Problem. Jetzt gab es gerade einen aktuellen Fall. 8 Monate auf Bewährung wegen Begrapschen auf dem Oktoberfest. Ist das gerechtfertigt? Also das ist schon ein krasser Fall, muss man sagen. Ne? Der saß dann auch noch 4 Monate in Urhaft. Und das Ganze, weil er einer Frau oberhalb der Bekleidung zwischen die Beine gefasst hat, das ist natürlich nicht in Ordnung, auf gar keinen Fall. Allerdings, ob das dann noch verhältnismäßig ist, wenn man sich überlegt, dass man für Körperverletzungsdelikte, da gab es nämlich auch einen Fall, und zwar vom selben Amtsgericht in München, da hatte ein Mann einer Frau im betrunkenen Zustand mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, mit der Faust. Sie hatte einen Nasenbeinbruch, ging zu Boden, blutete und er spuckte ihr noch ins Gesicht und dafür bekam er eine kleine Geldstrafe. Wohlgemerkt, dasselbe Amtsgericht, das passt nicht mehr. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass es also in erster Linie natürlich für die Männer schlimm ist, diese Verschärfung des Sexualstrafrechts, aber ja auch für die Frauen, weil sich Männer eventuell gar nicht mehr also trauen, vernünftig zu flirten, oder? Ja, also das merkt man schon. Wobei man auch wiederum sagen muss, dass im Eifer des Gefechts, glaube ich, auch viele Flirts fehlinterpretiert werden oder man sich auch sicherlich nicht der Konsequenzen dann gewahr und bewusst ist. Deswegen ist es sicherlich richtig gewesen, seitens des Gesetzgebers zu handeln und jetzt auch die sexuelle Belästigung als solche zumindest zu ahnden. Aber die Frage und die Art, wie das jetzt gemacht wird, das passt meines Erachtens gerade nicht. Jetzt haben wir gerade von dem aktuellen Fall berichtet. 4 Monate U-Haft, 8 Monate Bewährung. Was sind denn die Strafen, die einem drohen, wenn man wirklich angezeigt wird für sexuelle Belästigung? Ja, die Frage ist immer, was ist alles sexuelle Belästigung? Der Gesetzgeber hat das nicht weiter definiert. Aber die sexuelle Belästigung ist eigentlich nur für Tatbestände geschaffen worden, bei denen es um sexuelle Berührungen oberhalb der Bekleidung geht. Also eigentlich schon so ein bisschen Moralstrafrecht. Schon dafür kann es bis zu 5 Jahre Knast geben. Und wenn man sich dann überlegt, wenn ich dir jetzt völlig überraschend hier auf deinen Oberschenkel fassen würde, dafür könnte ich schon bis zu 5 Jahre bekommen. Und wenn ich das zusammen mit jemand anderem mache, bis zu 15 Jahre. Das heißt, ich bringe immer ganz gern dieses Beispiel, denn es sind ja mitnichten nur die Männer, die nun wieder mal ihre Hände nicht bei sich behalten können. Auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest ist es ja gang und gäbe. Wenn 2 Frauen einem Mann hinterhergehen in Lederhosen und ihm überraschenderweise an den Po fassen würden, müssten diese Frauen rein theoretisch für 2 bis 15 Jahre weggesperrt werden. Auch das ist doch völliger Schwachsinn. Ja? Wie gesagt, auf beiden Seiten, sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite. Jetzt ist die MeToo-Debatte knapp 2 Jahre alt irgendwie. Das Sexualstrafrecht wurde angepasst. Wir haben gerade darüber berichtet. Was hat sich denn deiner Meinung nach gerade bei solchen Großveranstaltungen, wie jetzt das Oktoberfest, es gibt ja auch andere Großveranstaltungen, wie hat sich das deiner Meinung nach verändert, das Verhalten der Menschen? Also ich weiß gar nicht, ob sich das Verhalten so sehr geändert hat, denn gerade auf Volksfesten, wo viel getrunken wird, wo gefeiert wird, da fallen auch mal die Hemmungen. Und die Gratwanderung zwischen dem unverbindlichen Flirt und der Tatsache, wo es dann irgendwie zu weit geht, ist einfach fließend. Du wirst vielleicht andere Toleranzgrenzen haben als Alina und ich werde andere Toleranzgrenzen haben als meine Kollegin in der Kanzlei. Das ist völlig normal. Aber dann, dass ein Gesetzgeber dann festlegen muss, wann ist etwas strafbar und wann nicht, das halte ich im Sexualstrafrecht für sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, dass auf dem Volksfesten selbst sich wenig ändern wird. Nur die Konsequenzen sind halt brutal mittlerweile. Weil genau das so schwammig ist, sind wir auf dem Oktoberfest unterwegs gewesen und haben unseren Reporter losgeschickt und mal die Besucher vor Ort gefragt, was sie dieses Jahr für Erfahrungen gemacht haben. Kommt auf die Uhrzeit an, also jetzt um die Zeit nicht so schlimm. Und dann, wenn der Pegel steigt, dann wird es ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ja, solange man nicht allein ist, hatte ich eigentlich noch nie eine richtig schlimme Situation. Ich glaube, da schaut auch jeder, wenn ein hübscher Mann oder eine hübsche Frau vorbeigeht. Aber wenn man dann was nicht will, ich glaube, das kann man immer nur ganz deutlich zeigen und sagen, es ist okay, es ist genug. Schon öfter, ne? Also schon ab und zu. Ja, nee, wenn es unangenehm ist, versuchen wir. Ich bin immer ganz froh, wenn ich sie dabei habe, weil sie ein bisschen unverschämter ist als ich. Ich kann besser sagen, verpiss dich. Sehr oft und ja, meistens unangenehm, aber es ist jetzt auch nicht weiter schlimm, also geht man halt weiter, oder? Meistens. Entschuldigung. Danke. Ja. Das war ja noch ganz lieb. Ja, das, sowas ist nett, aber umso später es wird, umso unnetter wird es auch oft.
Ja, man merkt, die Leute sind sich auch nicht so ganz sicher und einig. Was ist denn noch, abschließend vielleicht noch kurz die Frage, was ist denn, wenn man das Gefühl, wenn man das Opfer falscher Anschuldigung wird im Prinzip? Wenn man im Prinzip flirtet und dann auf einmal eine Frau in meinem Fall dann sagt, Moment mal, du hast mich gerade sexuell belästigt, ich zeig dich an. Was machst du denn dann? Ja, es ist sehr, sehr schwer geworden. Zumal durch diese ganze Debatte, dadurch, dass sich das so aufgeheizt hat, schon so ein bisschen ein Opferverständnis entstanden ist, auch leider bei den Richtern, bei denen man einfach mal völlig undifferenziert alles glaubt, was einem gesagt wird. Und zwar unter der Prämisse, ja, warum sollte sich denn ein Opfer als Opfer gerieren? Und da wird immer sehr oft verkannt, dass gerade im Sexualstrafrecht Opfersein einfach ein fließender Begriff ist. Ja? Wie ich dir gerade vorhin sagte, es gibt einfach verschiedene Toleranzschwellen. Und man steht da im Moment tatsächlich ein bisschen auf verlorenem Posten. Und ich hoffe, dass man jetzt dann in der nächsten Zeit etwas zurückrudern wird. Ja, sehr heikle Diskussion auf jeden Fall. Ja. Alexander Stevens, vielen Dank für den Moment. Und liebe Zuschauer, wenn Sie dazu Meinung oder Erfahrung haben, teilen Sie uns die gerne mit auf unserer Facebook-Seite. Wir nehmen die dann später noch mit in die Sendung. Vielen Dank. Super, danke.